Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zur NHL 20, zu der Fantasy League der DEL mit den Hamburger Freezers und den dritten finalen Auftaktspiel. Ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und es habt eine geile Zeit gehabt. Und noch einen spannenden Overtime-Spiel und Niederlage leider für Hamburg in Ingolstadt versuchen wir heute zu Hause unser Glück wieder hier die Serie nach vorne zu treiben. Im Moment schaut so aus, die Serie steht 1:1. Sollten wir jetzt die weiteren drei Spiele gewinnen, werden wir zu Hause Meister werden. Legen wir mal los. Toronto verliert das Bully gegen Ingolstadt. Ingolstadt schnuppert schon. Am Pott, das werden wir zu verhindern wissen. Der Pott gehört nach Hamburg, wo er immer schon hingehört hat, meiner Meinung nach. So, Stefanos, Verzögerungsstrafe gegen Ingolstadt. Wegen Stockschlag von der Nummer 7, so wie es ausgeschaut wird. HP am Bulli. Gewinnt das Bulli. Jaskin. Ingolstadt macht zwar gut das Tor zu, aber wir werden da schon irgendwie durchkämmen. So, irgendwie werden wir schon durchkommen. Klingelt haben wir schon mal, Ingolstadt macht nicht auf. Aber beim nächsten Mal machen sie sicher die Türe auf, dass der Puck nämlich rein kann. So, jetzt hat es schnell einen Antritt, hoffe ich, dass er hat. Das Spiel schafft es nicht. Bisschen zu da reinbringen in das Spiel. Lokinen. Auch nicht. Im letzten Spiel hat er ja sein Hattrick nicht geschafft. Jaskin. Auch nicht.
Schießt ihn los. Ingolstadt ist nämlich gefährlich. So, David Wolf. Schüsse sind ja da aufs Tor. Was die KI noch nicht kennt. Ingolstadt geht in Führung. Oh mein lieben Sportsfreunde, ich tue jetzt gleich so Teamverwaltung. Torwart. Weil ich hätte es nämlich vorhin Spiel schon du offscreen. Dass ich nämlich einen Johnson rein du hätte. Man muss alle Register ziehen, jetzt im ersten Finalspiel hier bei der Fantasy League. Aber es ist 1:0. Es ist ein 1:0 im ersten Drittel. Das sagt noch nichts aus. Das können wir immer nur aufholen. Angefangen auf Ingolstadt. Ingolstadt steht momentan ein bisschen besser, wenn man irgendwie das Powerplay gegen Ingolstadt, das habe ich mir schon gedacht. Als mir da jetzt die Strafe kriegt. Aber wer es nicht versucht, der es nicht gewinnt, gell? Und in unter Unterzahl noch Tor schießen wäre natürlich auch super, gell? Das. Unterzahl Tor für Hamburg und schon steht ausgeglichen 1:1 für unserer Nummer 5. Wir gehen der Spruch 4-4-4, man sind genug. 4-4-4, man sind genug. Ich habe da mal so irgendeinen Fan gesungen, nur so im Kopf. In meiner Zeit, wo ich im Stadion war. Was gibt's doch auch, oder? Gibt's sowas nur in München? Also ich kenn's nur von München, das dann. Also ich weiß, dass es in der Schweiz gibt, bei der Pokéfly. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Er macht es auch besser. Ah. Jokinen. Jawohl, Ski angefangen, Ski angefangen. Und Ingolstadt geht wieder in Führung. Jetzt müssen wir wieder die Antwort schießen. Aber sie kriegen schon wieder Verzögerungsstrafe. Zweite Verzögerungsstrafe für Ingolstadt, schätze ich mal. Und somit müssen jetzt zwei, ja, müssen zwei Leute vom Eis zweimal wegen Stockschlag. Ich muss der erste sein. Was ist der zweite gewesen? Nix. Wir müssen das Powerplay nutzen, mein lieben Sportsfreunde. Wir müssen es nutzen, unbedingt. Eine Minute noch Powerplay, dann können wir die zwei Jungs zurückgehen. So, Jokinen. Macht den Ausgleichstreffer für Hamburg. Und Mr. Frost feuert die Menge um. Macht hier Stimmung. Hier in Hamburg. Jetzt haben wir nur ein knappes Zeitfenster, dass wir nur mal einen Führungstreffer machen. So, HB am Bulli. Verliert das Bulli gegen Ingolstadt. Und Ingolstadt ist wieder komplett. Das Zeitfenster hat sich geschlossen. Aber Jokinen schießt trotzdem. Hier die Führungstreffer für Hamburg. Vor heimischem Publikum. Und es steht 3:2 hier im dritten Finalspiel für die Hamburger. Jetzt heißt es kämpfen bis zum Ende, meine lieben Sportsfreunde. Zweites Tor von unseren Jokinen am heutigen Abend. Der will unbedingt den Hattrick schaffen. Cool.
So. David Wolf schafft's Tor nicht. Und somit Ende vom zweiten Drittel. Es heißt kurz durchschnaufen und dann geht's ab ins letzte entscheidende Drittel, meine lieben Sportsfreunde, hier in Hamburg. Im Moment ist der Sieg nahe. Verzögerungsstrafe gegen Ingolstadt wegen Stockschlag. Zwei Minuten Powerplay. Und der 2 Minuten Zeitfenster, dass wir hier noch ein Tor schießen. HP am Bulli. Jokinen. Mastreski Powerplay. Jasken schafft es nicht. Es muss der Meister zurra. Es muss der Jokinen zurra. Hat sie jetzt an den ersten Platz gestört. HP ist mit seinen Tore auf 5. Platz zurückgeswitcht. Macht nichts. Der Sieg ist greifbar nahe, wenn nichts weiteres passiert. Jokinen. Au! Ich würde ihn Jungen zu seinem Hattrick verschaffen. Ich würde sehen, dass der. Ich möchte es sehen, dass er heute hier sein Hattrick schafft. HP. Verzögerungsstrafe gegen Ingolstadt. Wegen Beinstöhnen. 5:3. Joe Thornton hier am Bulli. Verliert das Bulli. Kurzfristig hat Hamburg die Scheibe gehabt. Paule Hotz verliert es aber gegen Ingolstadt. Aber der Joe Thornton erholt es. So, 16 Minuten nur zum Spülen. Scheibe geht zum Paule. Paule und Joe Thornton. Schießen. Einfach schießen. Und somit der Jamie Benn schießt das Absicherungstor für die Hamburger Freezers. Wenn alles gut geht, dann gewinnen wir hier das Spiel. Hamburg steht, sie hat auch, wenn ich an das denke, dass wir hier den Pott kriegen. Ein Vollbart schaut aus wie ein Igel. So traut es mir im Moment die Emotionen auf. Ich kann nichts dafür, ich steige mich bei sowas richtig ein. Jamie Benn, assisted by number 33 and by number 51, James.
Meine Entscheidung war schon berechtigt, dann Johnson einzeln da. Jokin schafft es einfach nicht, sein Hattrick zu machen. Aber Ingolstadt zieht nach. Genau, Mr. Frost, das hat nichts zum Sagen. Wir haben nur 9:44 zu spielen, wenn wir hier jetzt konzentriert bleiben. Wenn wir jetzt hier konzentriert dabei bleiben, meine lieben Schwarzfreunde, dann gewinnen wir das Ding. So, HP kriegt die Scheibe. Schießt auf die Scheibe, aber übers Tor. Jokinen zum zweiten Mal steht er kurz vor seinem Hattrick. Oh, Ausgleich für Ingolstadt. Ich habe gesagt, Jungs, wir müssen konzentriert bleiben. Wir müssen schauen, dass wir jetzt dann dass wir in der Overtime hier die Spiel zu unseren Gunsten gewinnen. Meine lieben Sportsfreunde, das ist vielleicht das Tor sein können vom Jasken. So. Ein Last-Minute-Tor war es auch noch gewesen. Und dann schmeißen wir uns gleich in die Overtime. Ohne weiteres Ding schmeißen wir uns gleich in die Overtime. Ein spannendes Final, spannende Finalspiele. Das gefällt mir. Joe Thornton hier am Bulli. Jamie Benn hat das Bulli. Die Bulli-Scheibe. Powerplay für Hamburg. Und die große Chance, hier den Sack zuzumachen und die Serie auf 2:1 aufzustocken. Was mache ich denn? Wir müssen schauen, dass wir das Powerplay hier nutzen. Das ist die große Chance, was wir haben.
Auch nicht. Joe Fonten verliert das Bulli. Emotionen zwischen die zwei Goalies. Es hat gerade in dem Moment so richtig gut passt, meine lieben Sportsfreunde. Wenigstens im Finalspiel haben wir einen Goalie-Fight drin. Vier gegen vier. Und somit Jamie Benn macht den Sack zu, unser Held des Abends. Und somit der Donnerhall aus den Norden. Die Serie 2:1. Wir haben komplett die drei Stars auf der Liste. Zwei Tore und zwei Assists. Dann simulieren wir uns nach vorne, meine lieben Freunde. Ein Overtime-Sieg, eine Overtime-Niederlage. Zwei Spiele sind nur zum Spielen. Dann hätten wir den Pott in der Tasche. Aber das sehen wir dann am nächsten Spieltag, wie es uns geht. Jetzt haben wir noch die Reihen bearbeiten. Wir lassen jetzt gleich einen Johnson drinnen. Aus Goalie. Weil dann Kusi nämlich der Ray. Der Wait. Oder wart, wait. So spricht man es aus, keine Ahnung. Dann kann sie nämlich erholen. In der Reserve haben wir nämlich gar keinen wahrscheinlich. Und Scott haben wir in der Reserve. Ein Goalie von den Innsbrucker Haien. Den hätten wir in der Reserve, okay. Aber den könnten wir uns in der Reserve. Meine lieben Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat euch ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass er, wenn es hier auf meinem Kanal weitergeht, nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du das Video hier anschaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Form getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.